Da oben ist er, höchstpersönlich. Zeit für einen Schwertkampf. Meta Knight, komm runter, wenn du dich traust. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Kirby Star Allies. Hier auf Katze. Weiter geht der Spaß nun im Land des Endbosses, zumindest aus dieser Welt hier. Und wer wird es sein? Tja, ich weiß es nicht, wir werden es aber noch rausfinden. Und kriegen einen Hornbock, einen Hornkäfer als Freund. Der ist neu, aber jetzt wird erstmal gekocht. Entschuldigt bitte, das hat sich gerade spontan ergeben. Ich wollte eigentlich jetzt nicht unbedingt kochen, aber ich habe wohl zu lange auf die Angriffstaste gedrückt. Und jetzt sorgt Kirby direkt zu Beginn dieser Folge für ein kleines Gericht, für ein kleines Festmahl. Nun ja, wie auch immer, lasst uns die Reise fortsetzen. Und das ist doch schon mal gut zu wissen, dass wenn ich eine kleine Kochshow einlege mit Kirby, dass ich dann auch die Fähigkeit verliere. Also ich bin jetzt kein Koch mehr direkt danach. Aber ihr habt es selbst gesehen, ich habe mir Feinstein geholt. Jetzt bin ich wieder Kirby als Stein. Nicht unbedingt eine Fähigkeit, die ich gerne hier nutze, weil ich da nicht so flexibel bin, was das Angreifen betrifft. Aber was ist, wenn ich mir einen Hornbock hole? Ja. Sieht das lustig aus. Ich bin ein Hornkäfer. Boah. Ich sehe irgendwie ziemlich stark aus, oder? So ein bisschen, ja, als würde man mich unterschätzen. Oh, und ich habe Flügel. Ich habe Flügel. Schau dich das mal an. Oh, was für eine süße Fähigkeit. Kirby als Käfer. Ich liebe es. Ich liebe diese Fähigkeit. Oh, was kriegen wir hier? Mal sehen. Bauen wir diesmal wieder eine Brücke? Ne, wir machen irgendwas anderes. Was genau, weiß ich aber nicht. Oh, was ist das? Wow, Freundesstern. Oh, wie cool ist das denn? Jetzt sind wir mit unserem Freundesstern unterwegs. Wow, niemand kann uns stoppen. Freunde, festhalten. Gemeinsam fliegen wir durch das Level und stoppen all unsere Gegner. Niemand wird uns aufhalten können, denn wir sorgen für das Gute. Wir bringen Licht, wir bringen das Positive zurück in die Welt. Wow! Je nachdem, welche Fähigkeit ich besitze, kann ich unterschiedliche Sterne abfeuern. Das heißt, in dem Fall sind das Feuersterne. Boah, starke Sache. Soll ich mir jetzt einen Bumerang holen? Moment, Moment, da oben. Boah, die Blitzfähigkeit. Blitzsterne. Mindestens genauso cool. Boah, ich bin schwer begeistert, was wir hier nicht alles erreichen. Doch Achtung, ich muss auch nach oben fliegen. Ich möchte nicht zu viel im Level verpassen. Oh, da wird doch irgendwas Wichtiges drin sein, oder? Aber ich brauche bestimmt, ja, ein Schwert oder ein Bumerang, um das zu zerschneiden. Oh, ich kann sogar wechseln. Das ist ja lustig. Aber wie komme ich denn bitte an die Fähigkeit? Nee. Wie kann ich... Moment, wie kann ich kurz vom Stern runter? Geht das denn? Nee, irgendwie nicht. Ich kann mich übrigens schützen. Ah, Moment, Moment. Ich sammle einfach, ja genau, die Fähigkeit ein. Habe jetzt leider meinen Bockkäfer verloren. Aber dafür habe ich jetzt Sir Kibble im Team, der Bumerangsterne werfen kann. Also wenn das mal nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. Und das Abenteuer geht auch hier als Stern weiter. Hier bekommen wir die Erklärung, dass wir jederzeit die Fähigkeit wechseln können. Und jetzt ist Zeit für Eiseskälte, Eissterne. Ach, ich bin schwer begeistert. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn bitte? So, Moment, Moment. Was soll ich tun? Ich soll die Eisfähigkeit nutzen oder Bumerang? Nee, Bumerang. Ja, mit Hilfe des Bumerangs kann ich alle Ketten zerschneiden. Egal wie massiv sie sind, mit dem Super Sternengleiter kann uns nichts und niemand stoppen. Boah, sehr, sehr cool. Und hier die Eisfähigkeit und einfach, dass ich ständig zwischen den Charakteren wechseln kann. Ist das nicht cool? Wow, weg da! Ja, ja, kleiner Frechdachs. So, jetzt hier. Wasserstern. Boah, sieht aus wie so ein Manta-Rochen, oder? Wie Mantax, das Pokémon. So sieht irgendwie dieser Stern aus. Mit etwas Fantasie, ja, zugegeben. Aber kommt schon, das hat doch was. So, jetzt Feuer. Aber ich muss sagen, nicht jede Fähigkeit besitzt eine besondere Sternenkraft.
Wie zum Beispiel die Strahlhexe, unsere Künstlerin in unserem Team. Die hat nämlich keine besondere Kraft. Schaut mal, die hat ganz normale Sterne. Das ist gut zu wissen für gewisse Hindernisse. Denn je nachdem, was wir benötigen, lohnt es sich vielleicht, Charaktere auszutauschen, die sowieso keine besondere Fähigkeit auf dem Stern besitzen, wenn ihr versteht, was ich meine. Stattdessen setze ich den Fokus auf Feuer, Eis, Wasser und Bumerang, so als Beispiel. So hätte ich 4 verschiedene Fähigkeiten, die auch nützlich sind. Sehr gut, schön durchs Eis gekommen und sogar das bunte Puzzleteil gefunden. Wow, Achtung! Oh, da war schon die Tür. Und, oh, wir landen jetzt. Zack. Da ist der Stern wohl verschwunden. Na toll. Oh! Ich glaube, das schreit nach Endboss. Das schreit nach Endboss. Es müsste jetzt einer ganz in der Nähe sein. Dann sind wir mal ganz vorsichtig, ja? So, welche Fähigkeit kann ich eigentlich meinem Bumerang-Kumpel geben? Sir Kibble? Sir Kibble? Ich glaube, der kriegt's gerade nicht gebacken. Der soll sich einfach mal hinstellen, da nicht so komisch rumhopsen. So, jetzt aber. Sir Kibble, spüre die Kraft deines Bumerangs. Oh, er kriegt die Feuerfähigkeit. Okay. Brutzel Bumerang. Sehr schön. Damit sind seine Angriffe stärker. Jetzt im Kampf. Kann ja sein, dass gleich ein schwerer Gegner auftaucht. Dora nehmen wir mit auf. Stecky, was ist mit dir? Komm, Sir Kibble muss raus. Ich nehme Stecky. Wow! Elektrowasser? Blitzverteiler! Oh, das muss eine ultra gefährliche Fähigkeit sein, oder? Wir wissen ja alle, bringt niemals Wasser mit Strom in Verbindung, mit Elektrizität. Das ist lebensgefährlich, ja? Seid da immer vorsichtig. Okay, nimm dies. Zack, ich habe das Schwert in der Hand. Und da ist Meta Knight, der einsame Kämpfer. Na gut. Wollen wir doch mal sehen, was er drauf hat. Ich verstärke erst einmal meinen Angriff und kämpfe nun mit dem Brutzelschwert gegen ihn. Komm her! Leider besitze ich nicht die Morphonite-Fähigkeit, wie auch in Kirby und das vergessene Land. Aber komm schon, ich bin doch mit meinem Feuerschwert mindestens genauso stark, oder? Wir haben ihm jetzt schon mehr als ein Viertel seiner Energie abgezogen. Und gleich ist es die Hälfte. Dranbleiben, Freunde! Oh, was plant er denn jetzt? Achtung, Achtung, setz Angriffe nach oben ein. So können wir ihn stoppen. Warum hat er jetzt Klone? Es gibt 4-mal Meta Knight hier auf dem Kampffeld, doch nur einer ist der echte. Wir müssen jetzt nur noch herausfinden, welcher das sein kann. Vielleicht der da unten? Zumindest nimmt er kontinuierlich Schaden. Das könnte ja durchaus sein. Nein! Stecky! Stecky braucht unsere Hilfe. Keine Angst, ich belebe dich wieder. So, wiederbelebt. Stecky ist zurück im Kampf. Und Dora muss jetzt vorsichtig sein. Dora hat auch leider nicht mehr viel Energie. Achtung, Achtung, schön in die Defensive gehen. Verteidigt euch. Jetzt kommt gleich Meta Knight herunter. Und der muss von uns gestoppt werden. Koste es, was es wolle. Gut, 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 dranbleiben, dranbleiben. Ja, ja, da. Das muss der echte sein. Und die haben sich wieder verzogen. Aber da sind sie. Nein! Dora! Oh nein, Dora, es tut mir leid. Ich rette dich. Schnell wiederbeleben. Und jetzt knöpfen wir uns Meta Knight vor. Der wird doch keine Chance gegen uns haben, oder? Komm, komm, komm. Ein Treffer doch! Geschafft! Das war's für Meta Knight. Kann ich dich in mein Team aufnehmen? Oh nein, ich bin zu spät gewesen. Weil mein Herz leider Leo Loder getroffen hat. Der stand mir gerade im Weg. Hätte ich sonst Meta Knight ins Team aufnehmen können? Ich denke schon, oder? Das wäre jetzt so cool gewesen. Und das nur, weil Leo Loder im Weg stand. Nein, alles gut. Hätte mich ja anders hinstellen können. Aber was passiert jetzt mit dem dunklen Herz? Bleibt es hier? Verschwindet es? Es verschwindet. Tatsächlich. Oh, oh, Freunde. Ich weiß jetzt nicht, was geschehen ist. Da ist diese große Festung. Die kennen wir doch bereits aus Folge 1. Und die ist jetzt auf Planet Pop gelandet. Hey, mach unseren Planeten nicht kaputt, ja? Was ist das? Was macht diese Festung auf unserem Planeten?
Wir müssen das unbedingt in Erfahrung bringen. Lasst uns gleich mal nachsehen. Das sieht echt furchteinflößend aus. Und weiter geht's. Weiter geht die Reise mit unseren tollen Freunden. Festung der Schatten, Störbastion. Selbst der stoische Metanite ist der Bösartigkeit der Gegner verfallen. Zu allem Überfluss ist auch noch ihre unheilvolle Festung aus dem Nichts erschienen. Was wollen sie nur in diesem Land? Aber nichts hält Kirby und seine Freunde auf. Ich wusste gar nicht, dass Metanite Stoiker ist. Das hat wohl viel Marcus Aurelius gelesen und viel Seneca. Naja, gut, lassen wir das. Weiter geht es in der nächsten Welt. Torhausstraße. Ich bin auf jeden Fall bereit. Ist das eine Lava-Welt? Nein, eine... Autsch, wer bist du denn? Eine komische Space-Welt. Sind wir irgendwo... Wow. Psychon. Okay. Oder Psychon von mir aus auf Deutsch ausgesprochen, aber ich bleibe bei der englischen Bezeichnung. Psychon. Psychon, der magische Teleportiergeist ist in unserem Team. Wie auch immer er von uns genannt werden möchte. Und Komo ist zurück. Komo, die lustige Spinne. So, dann wollen wir doch mal Gas geben und unsere Gegner aufhalten. Doch seid vorsichtig! Ich wäre fast abgestürzt. Habt ihr das gesehen? Gerade noch mal Glück gehabt und zurückgekommen. So, ich bin gespannt, was uns in dieser Welt erwartet. Das ist Welt 3, meine Freunde. Die dritte Welt voller Gefahren. Das liegt ja klar auf der Hand. Mal sehen, was uns hier erwartet. Mal sehen, wer jetzt als nächstes kommt. Lasst uns weiterhin stark bleiben. Lasst uns alles geben. Und gemeinsam sollten wir durch dieses wundersame Level kommen. Und boom! So, sehr schön. Und ab geht's durch die Tür. Nächster Abschnitt, nächster Bereich. Boom, boom, boom. So, Schalter aktiviert. Und der Block verschwindet. Jetzt. Oh nein! Oh, du warst ja mies. So, aber alles halb so wild. So, Freunde, kommt schnell nach oben. Und da oben ist Westerner. Hey, altes Haus. Tut mir leid, aber dich kann ich jetzt aktuell nicht gebrauchen. Mit meiner Beam-Fähigkeit, mit diesem Elektrozauberstab, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich mag die Fähigkeit sehr. Und ein Extraschalter. So, Block für Block kommen wir hier durch das Level. Und oben sind wieder fliegende, pummelige Gegner. Was ist das für ein komischer Schalter? Oh, hier brauchen wir die Elektrofähigkeit. Doch das müsste doch mit meiner Fähigkeit funktionieren, oder? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alternativ könnte ich bestimmt Stecki und Westerner kombinieren, um diese Elektropeitsche zu bekommen, oder? Das müsste doch möglich sein. Dadurch könnte ich mit der Peitsche ebenfalls diesen Schalter aktivieren. Oh, oder so. Aus nächster Nähe. Mir war gar nicht bewusst, dass das auch so geht. Ja, sehr schön. Und da ist Chili. Hey, Chili. Komm, wir nehmen dich mal mit ins Team auf. Kann ja nicht schaden. Wir hatten lang genug Leoloder im Team. Jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Eiseskälte. Als kleine Erfrischung sozusagen. Okay, ab durch das Tor in den nächsten Abschnitt. Oh, Mikrofon, Mikrofon. Ja, Mikrofongegner sind lustig. Die nehme ich gerne mit auf. Und jetzt habe ich wieder ein Headset. Zeit also wieder eine Band aufzubauen. Kirby ist mit seiner Band unterwegs und wird seine Gegner hoffentlich stoppen können. Oh, da ist noch Kuchen für Chili. Chili, sehr schön. Ja, wir müssen unsere Freunde auch unterstützen und ihnen nötige Energie zurückgeben, sollte es mal brenzlig sein. Oh, Psychon, gut gemacht. Du hast das bunte Puzzleteil gefunden. Und viel mehr scheint es hier nicht zu geben. Also, ab geht's zum nächsten Puzzleteil. Zum nächsten Schalter, meine ich. Und oh, oh, oh! Moment, die Gegner werden kurz besiegt. Hat mehr oder weniger gut geklappt. Ist da unten noch was? Moment, Moment, da oben ist noch ein Puzzleteil. Und da unten? Nee, von da kommen wir, da ist nichts mehr. Dann haben wir da alles entdeckt und können weiter durch das Tor. Durch die Sternentür in den nächsten Abschnitt. Oh, oh! Und das sieht mir stark danach aus, als gäbe es jetzt gleich einen Endgegner in dieser Welt. Komisch. Ich meine, das ist die erste Welt in diesem Abschnitt. Moment, ich hätte gerne Jim. Nein!
Meine Freunde haben Jim besiegt. Dann nehme ich eben Psycho, den Psycho-Kirby. Sieht aus, als würde er die Kräfte von Ness besitzen. Kennt ihr Ness? Aus der Spieleserie Mother bzw. Earthbound. Oh, jetzt. Was passiert hier? Oh nein, 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 das Herz ist verschwunden hinter diesem mysteriösen Tor. Hey, wer seid ihr denn? Harry und Bert? Heribert! Nee, Pon und Con. Verteidiger-Duo. Und ich dachte, ihr seid Heribert. Harry und Bert. Nein, Spaß beiseite. Dann machen wir sie mal platt, Pon und Con. Zwei Waschbären. Die gefallen mir gut. Der eine Waschbär ist, glaube ich, kein Waschbär, sondern eher ein Fuchs. Und er sieht aus wie der Fuchs Rainer aus Animal Crossing. Na gut, können wir sie als Freunde hinzufügen? Wäre lustig, wenn das funktionieren würde. Na gut, lasst uns stark bleiben und unsere Gegner besiegen. Aber wir sind extrem stark mit unseren jetzigen Fähigkeiten. Alleine Psygon ist super cool. So, der erste sollte schon besiegt sein. Ich würde gerne ihn als Freund hinzufügen, geht leider nicht. Und der letzte, der liebe Fuchs, Pon oder Con, je nachdem wer ist, sollte jetzt auch besiegt sein. Schon erledigt. Kommt, werdet unsere Freunde. Hier ein Herz für euch. Ein Herz. Ja, es hat funktioniert. Sie haben Herzchenaugen. Oh, wie schön. Oh, Chili, geht es dir gut? Chili sieht ziemlich mitgenommen aus. Das tut mir wahnsinnig leid, Chili, aber danke. Du hast beste Arbeit geleistet in diesem Kampf. Und Pon und Con, danke fürs Öffnen des Tors. Yay! Schrubbeldibbeldibbelda, schrubbeldabbeldibidu, ja schrabbeldibida, yay! Und damit haben wir auch dieses Level gemeistert und können die Treppe nach oben laufen. Das heißt, Richtung Festung, östlicher Wall. Hui, das sieht ziemlich spannend aus. Doch, was erwartet uns dort? Meine Lieben, klickt hier gerne auf das Video drauf, wenn ihr noch mehr Kirby-Abenteuer sehen möchtet. Na dann, bleibt katztastisch!